Wir sind's wieder, der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. New York, 11. September. Zwei Flugzeuge rasen in die Türme des World Trade Centers. Ein Terrorangriff, der Schockwellen um die ganze Welt schickt. Der amerikanische Präsident Bush schwört Rache und nur Wochen später landen die ersten amerikanischen Soldaten in Afghanistan. This is an enemy who preys on innocent and unsuspecting people, then runs for cover. But it won't be able to run for cover forever. Auch Deutschland macht mit. Kampf gegen die Taliban, Kampf für Demokratie und Menschenrechte, vor allem für die Rechte der Frauen. 20 Jahre lang wird Deutschland in Afghanistan bleiben, der längste Einsatz der Bundeswehr. An diesem Wochenende holt Deutschland seine letzten Soldaten zurück. Was hat der Einsatz gebracht und was steht den Menschen in Afghanistan jetzt bevor? Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast mit Dunja Neukamm, die viermal als Soldatin in Afghanistan im Einsatz war, mit Gabor Hallas, unserem langjährigen Afghanistan-Korrespondenten, und mit Nadia Nashir vom Afghanischen Frauenverein in Hamburg. Wir fangen mal an bei Dunja Neukamm. Hallo Dunja. Hallo Philipp. 20 Jahre lang war die Bundeswehr in Afghanistan. Sie selbst waren als Soldatin viermal dort im Einsatz. An diesem Wochenende holt die Bundeswehr ihre letzten Soldaten zurück. Deutschland verabschiedet sich aus dem Land, aus Afghanistan. Sind Sie erleichtert oder sind Sie enttäuscht? Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diesen Abzug? Bei mir ist das Gefühl eher zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich erleichtert, dass die Kameradinnen und Kameraden aus dem Einsatz zurückkommen, da ja die ganze Situation in Afghanistan eher unruhig wird. Auf der anderen Seite bin ich etwas enttäuscht, weil schließlich hätte ich mir mehr Nachhaltigkeit in dem Land gewünscht und auch für die Bevölkerung. Hat Sie überrascht, dass der Abzug jetzt doch so schnell passierte? Nun ja, letztendlich richtig überrascht hat es mich nicht, weil es ist klar, es ist ein internationaler Einsatz. Wir alleine können dort unten nicht agieren. Und da ja schon Präsident Obama und Präsident Trump gesagt haben, dass sie ihre Truppen aus Afghanistan abziehen, war es nur die logische Folgerung. Es ist aber auch unglaublich, wie schnell das jetzt alles gegangen ist. Also was die Bundeswehr und die Logistik, was die da auf die Beine gestellt haben, um das ganze Equipment wieder nach Deutschland zu schaffen. Ganz zu Beginn, ich erinnere mich noch, da gab es in Bonn diese berühmte Afghanistan-Konferenz und da war ja auch so viel Euphorie im Raum. Ne? Da hieß es, man wolle die Demokratie stärken, die Frauenrechte in Afghanistan wieder stärken. Jetzt waren Sie viermal da. Wie hat sich eigentlich Ihr Einsatz dort verändert? Ich kann mir vorstellen, dass mit jedem Mal die Stimmung im Land eine andere war. Ja, das stimmt. Die Stimmung hat sich wirklich verschlechtert. In meinen ersten beiden Einsätzen war das noch ganz was anderes. Die Bevölkerung hat uns herzlich aufgenommen. Sie haben sich bedankt, sie haben gewunken. Die Kinder waren fröhlich und auch wir im Lager, wir hatten eine richtig gute Stimmung und wir waren auch positiv dabei. Wir wollten natürlich das Land voranbringen und wir waren voller Hoffnung für dieses Land. Und das hat sich natürlich dann auch schlagartig geändert. Und zwar nach dem Busanschlag 2003 war es dann sozusagen vorbei. Ab diesem Zeitpunkt waren wir sehr vorsichtig. Wir waren auch sehr misstrauisch der Bevölkerung gegenüber. Bei dem Anschlag kamen hier viele Kameraden ums Leben und wir sind nur noch mit gepanzerten Fahrzeugen rausgefahren. Und ab dem Zeitpunkt hat sich wirklich ganz viel geändert. Da haben Sie gemerkt, die Lage in Afghanistan, die ist anders als in Deutschland erzählt wird. Da läuft was schief. Ja, richtig. Also es war ja immer etwas schwierig mit der Berichterstattung in Afghanistan. Die Medien haben nicht wirklich so berichtet, wie es in Afghanistan gewesen ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass der Fokus der Gesellschaft auch nicht auf die Einsätze ausgerichtet war, dass auch die Bevölkerung in Deutschland auch keine Einsätze wollte. Und deswegen wurde auch nicht wirklich viel berichtet.
Natürlich die großen Anschläge, da hat man dann schon mal was gehört, aber das waren wirklich nur kleine Randnotizen. April 2010, Karfreitag. In der Provinz Kunduz geraten deutsche Fallschirmjäger in einen Hinterhalt. Sie wollen eine tags zuvor abgestürzte Drohne bergen. Die Taliban haben nur darauf gewartet. 9 Stunden dauert das Gefecht. Insgesamt 25.000 Schuss werden in dieser Zeit abgefeuert. Ein Dingo, ein gepanzertes Fahrzeug der Bundeswehr, fährt auf eine Sprengfalle. Am Ende sind 3 deutsche Soldaten tot, 8 weitere werden verletzt. Und vielleicht das erste Mal fällt auch in Deutschland das Wort Krieg. Ostern 2010, das Karfreitagsgefecht. Ein Jahr zuvor hatten die Deutschen einen Tanklaster bombardiert und dabei irrtümlich viele Zivilisten getötet. In Afghanistan war Krieg und deutsche Soldaten mittendrin. Nur in Deutschland wurde das nie so genannt. Krieg. Hat Sie das eigentlich geärgert oder verwundert? Es ist ja so, bis zu dem Zeitpunkt, als zu Gutenberg diese Mission mit Krieg tituliert hat, haben wir uns da auch nicht so groß die Gedanken darüber gemacht. Also mich hat es weder geärgert oder auch nicht verwundert. Es war einfach so. In dem Moment hat natürlich die Bevölkerung auch mal aufgemerkt, als zu Gutenberg das Wort Krieg in den Mund genommen hat. Frau Neukamm, Sie vertreten ja die Einsatzveteranen der Bundeswehr, also alle, die im Einsatz waren, zum Beispiel in Afghanistan. Wie wird der Abzug eigentlich unter den Veteraninnen und Veteranen diskutiert? Ja, gerade heute habe ich noch mit einem Kameraden gesprochen, mit dem ich im Einsatz war. Und er findet es auch schade, dass hier nicht nachhaltiger gearbeitet wurde, dass man keine andere Lösung gefunden hat. Weil er sagte auch, ja, guck mal, wir haben Frauen gesehen ohne Burkas, wir haben Kinder in die Schule gehen sehen. Es war einfach ruhig, die Bevölkerung konnte wieder auf die Straße und vor allem die Bevölkerung konnte auch Hoffnung schöpfen. Und ich glaube, so wird es wahrscheinlich die meisten Kameraden sehen. In Afghanistan, Sie haben das gerade schon erwähnt, sind insgesamt, ich glaube, 57 deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Und ja, auch die Rückkehrer haben mit großen Problemen zu kämpfen. Was sind das für Sorgen, die die Soldaten mit nach Hause bringen? Die aus dem Einsatz zurückkommen, haben viele Probleme. Es ist halt leider so, dass sind es offensichtliche Verwundungen. Also wenn jemand, einem ist in die Schulter geschossen worden, das sieht man natürlich. Oder einer hat sein Bein verloren. Das sieht man natürlich. Und da hilft auch die Bundeswehr ohne große Probleme. Aber für die Kameraden, die an der Psyche, an der Seele verletzt worden sind, ist es wirklich sehr schwierig. Zudem manches auch nach vielen Jahren erst auftritt. Und gerade da ist es dann auch wichtig, dass die Kameradinnen und Kameraden unterstützt werden. Und wie auch mein Verein, der Bund Deutscher Einsatzveteranen, wir helfen diesen Kameraden und versuchen auch die wieder ins System Bundeswehr zurückzuführen, damit sie dort, wie gesagt, Therapie erhalten und auch sozusagen eine finanzielle Sicherheit und auch wieder eine Struktur und einen Ablauf in ihrem Leben erfahren. Der Bundestag, der hat gerade in dieser Woche über Afghanistan gesprochen und der hat die Frage gestellt, war es das alles wert? Wie würden Sie die Frage beantworten? Was haben die Deutschen in den Jahren in Afghanistan erreicht? Die Frage nach der Wertigkeit ist gar nicht so leicht zu beantworten. Auf der einen Seite, wir haben 59 Kameraden verloren. Schlimm für die Angehörigen, schlimm für die Familie. Aber zu sagen, das war es nicht wert, das war alles für die Katz, die sind umsonst gestorben, das wäre verwerflich. Vielleicht muss man auch die kleinen Dinge betrachten, nicht das große Ganze, um auch die Wertigkeit positiv zu sehen. Wir haben viele Jahre zumindest den Kindern eine Zeit lang Frieden geschenkt. Kinder konnten wieder in die Schule gehen. Mädchen mussten keine Angst haben. Und das sind diese kleinen positiven Dinge, wie wir auch Menschenleben gerettet haben, wie wir Kinder versorgt haben und die dann auch ein Leben haben führen können in der Zukunft. Letztendlich ist es so,
dass das oft in Relation auch zum Geld gesetzt wird. Aber wir sind in der NATO und da gibt's eben nur die zwei Möglichkeiten. Also entweder man zahlt oder man macht eben mit. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war es ja auch in Ordnung, dass wir das alles so mitgemacht haben. Dunja Neukam vom Bund der Einsatzveteranen über ihre Zeit in Afghanistan. Vielen Dank. Als Mastermind hinter den Anschlägen vom 11. September gilt Osama Bin Laden und seine Terrororganisation Al-Qaida. Ihre Basis, das sind die Taliban in Afghanistan. Die Taliban verstehen sich als Gotteskämpfer, denen das Recht auf Bildung vor allem für Mädchen und Frauen nichts gilt. Amerikanische Truppen können die Taliban anfangs zurückschlagen, aber in den letzten Jahren werden die Kämpfer wieder stärker. Sie finanzieren sich über den Handel mit Opium. Inzwischen haben die Taliban in vielen Provinzen Afghanistans wieder die Macht übernommen. Gabor Hallas, langjähriger Südasien-Korrespondent der ARD. Du hast Afghanistan oft bereist für die Tagesschau, den Weltspiegel. Und wenn ich deine Filme anschaue, ich glaube auch aus eigenem großen Interesse und aus Neugierde an den Menschen. Wie war dein erster Besuch in Afghanistan? An welche Eindrücke erinnerst du dich? Ja, das war Liebe auf den ersten Blick, würde ich wirklich sagen. Das war im Januar 2012 und es hatte total viel geschneit in Kabul und das war einfach traumhaft. Also das war total schön, das war romantisch, also diese Berge und irgendwie so 20 Zentimeter Schnee in der Stadt und dann fuhren die damit mit gemischt Autos und mal ein Pferdefuhrwerk da durch und das hatte so eine friedliche Atmosphäre, also so ganz anders, als man sich das vorher vorgestellt hat. Also natürlich ist Afghanistan auch Krieg und Terror, aber in dem Moment war das einfach so eine ganz friedliche, ruhige Stadt, so als hätte der Schnee diese ganzen Konflikte zugedeckt und das war einfach der erste Eindruck und da hat mich das Land irgendwie auch sofort gepackt. Dass die deutschen Truppen jetzt abziehen, mit welchen Gefühlen begleitet dich dieser Abzug? Ja, da ist schon irgendwie auch Wut dabei oder so eine gewisse Bitterkeit, weil ich finde schon, dass in diesen 20 Jahren sich das Land ja verändert hat. Also es ist ja nicht mehr das Afghanistan von 2001, also bis die Städte sehen natürlich anders aus. Es gibt natürlich Mädchen, die in die Schule gehen. Es gibt, das fand ich immer sehr beeindruckend, eine junge Generation, die herangewachsen ist. Also Leute, die vielleicht 2001 5, 6 Jahre alt waren. Die kommen jetzt aus den Universitäten und die kommen mit total viel Elan und Träumen und Hoffnungen und auch Engagement aus den Universitäten, die brennen für eine Demokratie und die werden natürlich enttäuscht. Also nicht nur, weil vielleicht die Taliban zurückkommen und weil da vieles zurückgedreht wird, sondern auch, weil es nicht gelungen ist, dass dieses Land ja irgendwie eine Regierung bekommt, die nicht korrupt ist. Also das ist ja nicht nur ein Fehler des Westens, sondern wir stehen ja jetzt auch an einem Punkt, wo wir sehen, das ist nach wie vor eine Regierung, der kann man nicht vertrauen. Da geht es vor allem um Gelder, nicht irgendwie um Erfolg für dieses Land. Und um die tut es mir echt total leid, weil die so viele Träume haben und weil die so viel erreicht haben und weil ich selten Menschen erlebt habe, die auch so für Neues und auch für Demokratie brennen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Viele Afghanen, die kennen ihr ganzes Leben lang nur Krieg. Und ich kann mir eigentlich nur entfernt vorstellen, wie das die Menschen prägt. Welche Begegnungen haben dich am meisten beeindruckt auf deinen Reisen nach Afghanistan? Also eigentlich glaube ich immer Begegnungen mit Menschen und vor allem mit Frauen. Das ist ja oft so. Also es ging mir oft so, auch in Krisengebieten, dass es ja oft die Frauen sind, die starken Persönlichkeiten sind. Man sieht sie nicht oft und sie sind in Afghanistan ja leider auch sehr oft versteckt, aber sie sind oft im Hintergrund so die Strippen ziehen, die auch die Familien am Laufen halten und eben auch, also ich meine, wir haben mal mit einer jungen Journalistin gedreht, die es auch geschafft hat, irgendwie teilweise das Kopftuch abzulegen, die es geschafft hat, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Das fand ich sehr beeindruckend. Oder eine Frau, die, das haben wir auch für den Weltspiegel damals gemacht, die Taxifahrerin war. Also einfach so kleine Erfolge und die sich da in dieser Männerwelt durchgesetzt hat. Und die haben das einfach gemacht. Und genau das ist ja jetzt etwas, was auf dem Spiel steht. Theoretisch könnte man schon sagen, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
Ja, Verteidigungsminister Strock, die Bundesregierung, die musste ja ganz schön die Marketingmaschine anschmeißen, um uns diesen Einsatz zu verkaufen. Hat die Bundesregierung uns immer aufrichtig darüber berichtet, was in Afghanistan passiert? Also ich würde sagen, man hat das nicht richtig kommuniziert. Und das ist ja auch so. Also mir fällt es immer wieder auf, dass viele Politikerinnen und Politiker das selber gar nicht so wissen. Die haben zwar einmal im Jahr dann über den Einsatz abgestimmt, aber ich finde immer, alle haben eine Meinung zu Afghanistan, aber die wenigsten haben wirklich Ahnung und haben sich mit diesem Land auseinandergesetzt. Also ist ja selbst jetzt so, dass ich glaube, einige noch denken, wir sind da in einem Kampfeinsatz, aber der Kampfeinsatz der Bundeswehr, der ist schon seit Ende 2014 zu Ende, sondern das ist jetzt eine Ausbildungs- und Unterstützungsmission. Also es ist was ganz anderes und die eigentlichen Kämpfe liegen bei den Afghanen. Das macht schon lange die afghanische Armee und die Polizei, die machen das alleine und deswegen ist da, glaube ich, nie so wirklich kommuniziert worden. Ich glaube, wenn man ehrlich kommuniziert hätte, hätte man natürlich auch viel früher sagen müssen, unsere Ziele, die wir gehabt haben, die haben nicht funktioniert. Und das wollte man ja nicht. Aus deiner Sicht, was ist schiefgelaufen in Afghanistan? War es von vornherein ein Fehler, sich in Afghanistan zu engagieren? Ja, was nicht geklappt hat, ist einfach, dass man dauerhaft da irgendwie demokratische Strukturen schafft. Also klar, es wird gewählt, aber ich erinnere mich an eine Wahl, die wir mitgemacht haben. Da gab es eine Wahl und es gab auch eine unglaubliche Euphorie und die Leute standen in langen Schlangen vor den Wahllokalen, obwohl sie wussten, das ist total gefährlich, weil das ist natürlich ein Anschlagsziel. Und dann, als die Wahlergebnisse verkündet werden sollten, gab es irgendwie riesen Streit und am Ende ist mehrfach John Kerry eingeflogen als US-Außenminister damals und hat irgendwie mit den Beteiligten ein Wahlergebnis verhandelt, was dann nie im Detail verkündet wurde. Und ich fand das so schade und so bitter, weil diese Leute standen irgendwie Stunden vor den Wahllokalen und haben gesagt, irgendwie super, Demokratie und wir können jetzt wählen. Und dann kommt der US-Außenminister und am Ende wird verkündet, ja, der hat gewonnen und der andere ist Zweiter. Das hätte mich auch nicht von der Demokratie überzeugt, wenn ich das so erlebt hätte. Das heißt ja immer, die Taliban. Erzähl mir mal was über die Taliban. Wie hast du die erlebt? Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, die Taliban sind eben nicht die Taliban. Die gibt es ja auch in Afghanistan, die gibt es in Pakistan. Und es gibt, also ich meine, in den Dörfern sind die Grenzen da sicherlich auch fließend. Da ist man dann vielleicht irgendwie als junger Mann mal bei den Taliban und mal ist man dann eben auch bei den Regierungstruppen. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wer am besten bezahlt. Ich habe jetzt regelmäßig auch mit mehreren Taliban zu tun gehabt, die in Doha da mit am Verhandlungstisch sitzen. Die haben ja auch so eine Art Pressesprecher und dann kontaktiert man die über WhatsApp, was ich auch irgendwie eigenartig finde, dass man nicht ausgerechnet über WhatsApp, was ja nun wirklich kein sicherer Kommunikationskanal ist, dass man sie so darüber kontaktiert und dann schreibt man denen und dann ist es ein ganz normaler, höflicher Umgangston. Es gibt auch irgendwie, ich wurde da neulich von dem einen Taliban auch in eine WhatsApp-Gruppe mit vielen afghanischen Kolleginnen und Kollegen hinzugefügt und da geht es dann so, da wird dann irgendwie Diverses kommentiert und da werden Fotos geteilt und also eine durchaus sehr professionelle Pressearbeit und da vergisst man dann manchmal oder ist versucht zu vergessen, mit wem man da eigentlich spricht und das ist natürlich trotzdem brutale Terroristen sind, die total viele Menschen umgebracht haben und das muss man sich natürlich auch immer wieder bewusst machen. Und trotzdem ist es richtig, weil ich sehe auch keine Alternative zu den Gesprächen. Also man muss ja irgendwie in diesem Land eine Versöhnung schaffen, weil die Soldaten werden keinen Frieden bringen. Also es wird nur gehen, wenn die Afghanen selbst sich versöhnen und da braucht es sicher internationale Unterstützung, aber es braucht natürlich vor allem Gespräche auch mit den Taliban. Diese Woche hat sich ein Taliban-Kämpfer schon vor den Toren von Mazar-i-Sharif gezeigt. Da gibt es ein Foto von. Was glaubst du, was wird in den nächsten Tagen nach dem Abzug der Deutschen und dann der Amerikaner passieren in Afghanistan? Ja, dieses Foto, das ist natürlich auch Propaganda. Das ist ja, man, die verstehen ja schon, wie so Medienarbeit funktioniert. Und so ein Taliban-Kämpfer am Stadttor, das hat ja auch Erfolg gehabt. Also das Foto ging ja auch durchaus um die Welt und ist wahrgenommen worden. Ja, wie es weitergehen wird, ich meine, die Taliban sind eine Kraft, die da aus dem Land, glaube ich, nicht zurückzudrängen ist. Ich glaube, das muss man schon sicher sagen. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass ein neuer Bürgerkrieg ausbricht. Auf die Verhandlungen habe ich im Moment wenig Hoffnung. Vielleicht gibt es am Ende irgendwie eine Übergangsregierung, aber es wird also im besten Fall so sein, dass es eine Regierungsbeteiligung der Taliban gibt. Und im schlimmsten Fall gibt es halt wieder eine totale Machtübernahme. Was erwartest du? Welche Zukunft erwartest du für die Menschen in Afghanistan? War das am Ende alles umsonst? Ja, denen geht es nicht gut.
Und wir haben ja, also wir haben über 2 Jahre damals so ein Projekt gehabt, so ein multimediales Projekt, Afghanisches Tagebuch hieß das. Und einer der Protagonisten war da Taki, das ist ein junger Schriftsteller, der lebt in Kabul. Und Taki ist wirklich auch ein Freund von mir geworden, total kluger Typ, von dem ich auch echt viel über das Land gelernt habe. Und Taki hat mir neulich abends geschrieben, dass er nicht schlafen kann und hat dann erzählt, wie ihn die Angst auffrisst. Also der wohnt in Kabul in einem Viertel, wo es auch einen großen Anschlag auf eine Schule gab mit vielen Toten. Und er sagte, ja, das war echt nah. Und er sagt, aber es gibt auch diese ganz vielen kleinen Sachen, also diese Magnetbomben, die man irgendwie an ein Auto unten dran heftet, um irgendjemanden zu treffen. Aber dieses Gefühl, was ja viele kennen, irgendwie in Afghanistan, ich gehe morgens aus dem Haus und weiß aber nicht, ob ich abends wieder wohlbehalten zurückkomme, das hat sich halt total nochmal verstärkt. Und was für mich ein Alarmzeichen ist bei Taki, Taki war immer jemand, der gesagt hat, ich will bleiben. Und wir können doch nicht alle gehen und wir müssen irgendwie, also wenn wir jetzt auch noch gehen, dann also wer soll dann in diesem Land noch was erreichen? Und dass der das nicht mehr sagt und dass der auch drüber nachdenkt, kann ich vielleicht irgendwie mit meiner Familie doch aus dem Land gehen? Ich glaube, er ist da noch nicht entschieden, ob er das macht und das ist ja auch nicht so einfach. Aber das ist natürlich ein großes Alarmzeichen, wenn selbst die, die gesagt haben, irgendwie wir müssen bleiben und wir glauben an dieses Land und wir wollen es verändern, wenn die jetzt sagen, ich gehe auch. Gabor Hallas, unser langjähriger Afghanistan-Korrespondent. Was wollte die Welt am Hindukusch? Afghanistan, das war ein Kriegseinsatz gegen die Taliban. Aber viele verbanden mit dem Einmarsch der Truppen auch Hoffnungen. 2 Monate nach dem Terrorangriff auf das World Trade Center findet auf dem Bonner Petersberg die Afghanistan-Konferenz statt. Das Ziel, den politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau Afghanistans nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs. Schulen für die Kinder, Freiheit für die Frauen, Demokratie und Menschenrechte. Nadia Nashir vom Afghanischen Frauenverein in Hamburg. Der Verein setzt sich seit vielen Jahren für den Wiederaufbau in Afghanistan ein. Hallo Frau Nashir, mit welchem Gefühl beobachten Sie den Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan? Mit Sorge. Es wird unruhiger werden, aber das war quasi vorprogrammiert aufgrund der Friedensverhandlungen, wie das bisher gelaufen ist. Die Afghanen sind enttäuscht. NATO-Einsatz ist gescheitert in Afghanistan und man weiß, dass man das Land nicht militärisch besiegen kann. Nur aufgrund der diplomatischen Beziehungen und Gespräche wäre eine Möglichkeit da. Vor 20 Jahren ist in Bonn auf dem Petersberg ein Plan für den Wiederaufbau von Afghanistan vorgelegt worden. Dass zum Beispiel Frauen wieder ohne Burka oder ohne Kopftuch in Kabul unterwegs sein können, das war etwas, was man damals ja gelegentlich gehört hat. War der Glaube daran vielleicht zu naiv? Ja, man hätte besser konzipieren müssen. Man hätte die Taliban damals integrieren müssen und nicht gegen sie kämpfen müssen. Man hätte mehr die Meinung der Afghanen in Petersberg hineinbringen müssen und vor allem die wahren und richtigen Demokraten auch für diese Friedensverhandlungen und für die zukünftige Beziehung, für die Regierungsbildung in Afghanistan eingesetzt. Burka oder das Schleier, das ist für viele Afghanen die Kleiderordnung, ist ein Symbol der Unterdrückung. Dennoch im Westen nimmt man das viel zu, also die Afghanen werden auf diesen 16 Meter plissierten Stoff reduziert. Für viele Afghanen ist das Schleier nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist es für die, das Haus verlassen zu können, arbeiten zu können, als Parlamentarierinnen, als Aktivistinnen und zum Teil nützen sie auch als Schutz. Also ich will diesen Stück Stoff nicht verteidigen, sondern nur sagen, dass man das zu sehr stark im Vordergrund stellt, sondern viel wichtiger für die Frauen ist diese Freiheit. Und leider ist das nicht so gelaufen, wie viele Afghanen sich vorgestellt haben in Petersberg. Sie sind seit vielen, vielen Jahren mit dem Afghanischen Frauenverein in Afghanistan unterwegs. Erzählen Sie mal von Ihrer Arbeit. Wie helfen Sie den Menschen dort im Moment? Wir arbeiten seit fast 29 Jahren. 1992 hat der Afghanische Frauenverein sich gegründet. Erstmal mit 5 Euro, 1000 Ideen und mit leeren Taschen. Inzwischen können wir stolz zurückblicken, dass wir über 1,2 Millionen Menschen geholfen haben. Mit Kliniken, mit Schulen, mit Nothilfeprogrammen, Stipendiaten. Momentan haben wir das ganz große Problem der Corona.
dass viele Menschen erkrankt sind, viele unserer Schulen sind geschlossen. Dennoch arbeiten wir weiter, dass sie Zusatzmaterial bekommen. Unser Brunnenprojekt läuft, die Stipendiatenprojekt und Familienpatenschaft läuft und wir starten gerade Nothilfeprojekt und versuchen auch Frauen zu alphabetisieren und dass sie als Schneiderin ausgebildet werden. Also die Arbeit expandiert, aber alles läuft mit Einsatz unserer sehr mutigen und engagierten Mitarbeiter. Wir haben arbeiten in 3 Provinzen, 180 Mitarbeiter haben wir und Mitarbeiterinnen, die mit großem Einsatz auch an den Projekten auch arbeiten, die wir von Hamburg aus, von unserem Büro aus hier alles organisieren. Und unsere großen sind ungefähr 10, 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen vom Afghanischen Frauenfan, die uns dabei unterstützen. Und natürlich viele Spenderinnen und Spender und viele Förderinnen, die wir sehr dankbar sind. Und unsere deutschen Freunde natürlich auch, sehr viele dabei sind. Unter den Taliban wurden zum Beispiel Schulen für Mädchen geschlossen. Bildungschancen zu öffnen, das war ja immer auch das Ziel der internationalen Gemeinschaft. Das ist das Ziel auch Ihrer Arbeit in Afghanistan. Was denken Sie, droht jetzt in Afghanistan mit dem Vorrücken der Taliban ein Rückfall in diese alten Zeiten? Ich schätze, es wird nicht so einfach sein, denn die Taliban, die haben ja 1996 Afghanistan quasi kampflos auch übernommen, aber nach 20 Jahren wieder zurück. Es gibt inzwischen ein neues Afghanistan. Sie werden mit neuen Sachen konfrontiert, vor allem wenn NATO auch raus ist, die Menschen, sie, vor allem die jungen Menschen, sie kennen auch in bestimmten Teilen oder in den Städten auch, wenn sie auch militärisch bestimmte Distrikte und Projekte übernehmen, verlangen ja auch die Menschen, also nicht nur ein militärischer Sieg ist ja für sie ein Sieg, sondern die Menschen fordern auch die Bewohner in Distrikten, sie sagen, wir brauchen sauberes Wasser, wir brauchen Nahrung und Strom und die Kliniken und Schulen sollen aktiv, also im Betrieb sein. Das heißt, sie möchten ja auch einen guten Bild von sich zeigen und im Gegensatz zu der Regierung, es wird für sie auch nicht einfach sein, um das zu erreichen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt von der Logistik her auch finanziell und administrativ in der Lage sind, auch die Bevölkerung auch auf ihre Seite zu nehmen. Muss man schauen. Es wird unruhiger, das ist Fakt. Aber inwiefern, wie das aussieht, inzwischen sind sie auf, sie haben viel mehr Macht gewonnen. Ja, das stimmt. Aber muss man sehen, ob das so, also ich glaube nicht, dass sie erfolgreich sein können, weil es denen die Mittel fehlt und das Know-how fehlt. An diesem Wochenende zieht die Bundeswehr aus Afghanistan ab. Manche haben den Eindruck, der Einsatz, das alles war umsonst. Ist das zu pessimistisch gedacht? Dass die Mission gescheitert ist, weiß man. Aber ich sehe immer ein halb volles Glas. Es wurde dennoch einiges erreicht. Dennoch wurde in Afghanistan zu viel Geld falsch verschleudert. Für Militär 12 Milliarden Euro allein für das Militär in den 20 Jahren. Es war ein Unnutz. 3,5 Milliarden Euro für humanitäre Projekte und darunter waren auch ein Teil für die Stabilisierungsprojekte. Also wichtig ist, die zivile Projekte müssen unterstützt werden. Also die Ziele sind nicht erreicht und was gescheitert ist, sind natürlich einfach die Nachhaltigkeit. Man hätte viel mehr personelle und materielle Ressourcen in Afghanistan selber einsetzen müssen. Also Ziele wurden nicht erreicht. Man weiß, dass die Mission gescheitert ist. Man weiß, dass man das Land nicht militärisch besiegen kann. Nur aufgrund des Dialogs ist das möglich und aufgrund der ganz kluge Verhandlungstechnik, wo man auch von Deutschland aus erwartet, weil Afghanistan und Deutschland verbindet ja sehr lange Freundschaft, über 100-jährige Freundschaft, das als unterstützender Land auch vor allem bei UN-Mandat, dass sie sich für Afghanistan einsetzen. 100 Jahre Freundschaft zwischen Afghanistan und Deutschland und diese Freundschaft soll weitergehen. Nadia Nashir vom Afghanischen Frauenverein in Hamburg, ich danke Ihnen sehr. Das war's von uns, der Weltspiegel-Podcast vom 25. Juni. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch überall da, wo es Podcasts gibt oder ganz einfach in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Christiane Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.